Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Welt, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stoll-News. Wir fangen heute an mit Pokémon Karmesin und Purpur, wo in der vergangenen Woche Saison 18 begonnen hat und natürlich auch das Regelwerk G eingeführt wurde. Saison 18 wird im Mai sein, sprich vom 1. Mai bis zum 31. Mai. Und das Regelwerk G gilt vom 1. Mai bis zum 31. August. Und da sind alle Pokémon aus Paldea und noch ein paar weitere legendäre Pokémon und alternative Formen zugelassen. Also ein paar Alola-Pokémon, Hisui-Pokémon und sowas. Bei den legendären Pokémon gibt es aber eine Einschränkung, nämlich darf man nur eines im Team haben. Und das betrifft vor allem die Cover-Legendären, aber auch nicht nur. Genauere Details findet ihr in der Quelle 2 in der Videobeschreibung. Dann kommen wir zum Kalender und ja, man kennt es, hier hat sich nichts getan, deswegen geht es weiter zu Pokémon Unite. Und hier gibt es ein neues Holoware für Dodri, das Kabuki Holoware für 2199 Aios-Juwelen im Shop. Dann machen wir weiter mit Pokémon Sleep. Und hier gibt es neue Details zur Entei-Forschung, die findet nämlich vom 20. Mai bis zum 2. Juni statt. Und Entei selber hat die Fähigkeit Helferboost, was man schon von Raikou kennt, nur eben mit dem Typen Feuer. Es ist ein Leichtschlaf-Pokémon und nach dem Event kann man es auch auf der Grasgrüninsel oder in der Taupehöhle anfinden. Das Event selber wird aber auf der Grasgrüninsel sein, nur dort, und zwar auch mit Yonago-Bären, also der Feuerbeere, als Lieblingsbeere. Außerdem gibt es ein paar neue Boni im Vergleich zum Raikou-Event. In Woche 1 wird das Haupttalent-Level der Helfer-Pokémon vom Typ Feuer um 1 erhöht, aber nur bei der Auslösung, sprich es ist nicht sichtbar selber im Menü. Und in Woche 2 wird das Haupttalent-Level sogar um 3 erhöht und die Schlafkraft wird am Sonntag, also am 2.6. sogar mit 1,5 multipliziert. Außerdem habe ich hier noch eine Infografik, ein Roadmap sozusagen, die gibt es aber nur auf Englisch und das ist auch nur Teil 1. Auf dem Twitter-Account findet man die unter Quelle 5 und da werdet ihr natürlich auch die nächsten Roadmaps finden. Weiter machen wir dann mit Pokémon Go und hier haben wir das Wunderticket Teil 3, kostet 12 Euro und gibt unter anderem ein weiteres Venico. Es ist eine zeitlich befristete Forschung, die am 14. Juni ablaufen wird, also wenn man bis dahin die Forschung nicht abgeschlossen hat, dann sind die 12 Euro weg. Weiter machen wir mit dem Forschungstag Flugformation, der am 11. Mai stattfinden wird von 14 bis 17 Uhr. Da gibt es eine erhöhte Shiny-Chance für Habitak, Dodu, Huthut, Schwalbini und Geronimatz und die findet man auch alle in Quests natürlich oder in Forschungen. Wild gibt es ein paar andere Flug-Pokémon und es gibt auch eine 1-Euro-Forschung für zusätzliche Begegnungen mit den Pokémon mit Shiny-Boost. Dann machen wir weiter mit dem Fangwunder, das vom 14. Mai bis zum 19. Mai stattfinden wird. Da gibt es zehnfache EP beim ersten Fang und beim ersten Stopp des Tages. Außerdem fünffachen Staub für den ersten Fang des Tages. Zudem gibt es eine kostenlose Meisterwerkforschung, wo man unter anderem einen Meisterball erhalten kann. Das ist keine zeitlich begrenzte Forschung, sondern da hat man Zeit. Und es gibt auch Eventforschungen, Quests mit Sternenstaub, EP und Bällen. Dann machen wir weiter mit Pokémon Masters EX und hier gibt es neue Gefährtengespanne. Und zwar einmal Super Sandro und Zoroark in der Kostümgefährtensuche bis zum 20. Mai. Dann haben wir auch Kursilla und Fletiamo in der Kostümgefährtensuche bis zum 20. Mai. Beide haben auch ein Event aktuell laufen. Und dann gibt es auch Blau und Glurak in der gemischten Gefährtensuche bis zum 1. September. Die wurde resettet. Man findet aber noch Rot und Bisaflor in dieser Gefährtensuche ebenfalls. Dann machen wir weiter mit Pokémon Café Remix und in Café Remix gibt es ein Team-Event, das in der vergangenen Woche gestartet hat. Pokusan im Matcha-Creme-Design und diverse Belohnungen kann man dort bekommen und zwar bis zum 12.05. Dann haben wir auch einen monatlichen Premium-Pass, der natürlich am 1. begonnen hat und da findet man Shinux mit anderen Belohnungen bis zum 1. Juni natürlich. Und dann gibt es auch noch eine neue Lieferung und da haben wir Endivir in der Speziallieferung, das bis zum 27. Mai erhältlich ist. Dann kommen wir zum Sammelkartenspiel und da wurde SV6A Night Wanderer enthüllt. In der News-Spezialfolge 284 bin ich darauf eingegangen. Außerdem haben wir dann hier den Kalender und da hat sich im Grunde genommen nicht so viel getan, es ist nichts Neues draufgekommen.
Aber ich habe gesehen, dass unter anderem die Kampfakademie und auch die Back-to-School-Produkte auf Deutsch erscheinen werden. Und die Minitins übrigens auch. Zu guter Letzt kommen wir noch zu der Kategorie Sonstiges. Und hier haben wir auch eine kleine Neuigkeit. Nämlich haben The Pokémon Company und DNA ein Studio gegründet. Card D Studio. Aus einem Subunternehmen und das ist einfach gegründet worden, um an Pokémon TCG Pocket zu arbeiten. Also quasi ein neues Studio für Pocket alleine. Genau, das war's dann schon für die News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann nächste Woche mit weiteren News natürlich. Also bis dann, ciao.